Aus dem Bereich Social Media gibt es mal wieder eine neue Innovation. Diesmal kommt der Trend aus Frankreich. Die geschönten Welten auf einigen Plattformen sollen realistischer werden oder zumindest so erscheinen. Nur einmal am Tag kann man posten und wann das sein soll, bestimmt die App selbst. Wie das genau funktioniert, erklärt Ihnen Dorothea Schupelius. Eine Benachrichtigung aufs Handy und schon geht es los. Wer beim Trend mitmachen will, postet jetzt sofort ein Foto und teilt es mit seinen Freunden. Ein BeReal kann man einmal am Tag machen. Und wann genau das ist, das kann man sich als User nämlich gar nicht selber aussuchen. Man bekommt eine Push-Up-Benachrichtigung aufs Handy, dass es Zeit ist, ein Foto hochzuladen. Und dann hat man genau 2 Minuten Zeit, um ein Foto aufzunehmen aus der Situation, in der man sich in dem Moment gerade befindet. Dafür nutzt BeReal die Front- und die Rückkamera, um das Ganze möglichst authentisch wirken zu lassen. Rund 8 Millionen Nutzer hat BeReal schon jetzt, Tendenz steigend. Und 2 Minuten sind dann doch zu kurz, um eine perfekte Szenerie zu erstellen. Keine inszenierte Selbstdarstellung also wie bei Facebook, Instagram und Co. Plus weniger Zeitaufwand. Viele Jugendliche oder auch Teenager erwähnen oder auch besonders betonen, dass die App wirklich vom Konsum her gar keine große Last ist. Die Spontanität der App kann aber auch gefährlich werden. Durch Standortangabe und direkte Einblicke in die Privatsphäre wird vielleicht manchmal zu viel preisgegeben. Bei Jugendlichen kommt die App aber sehr gut an. Ich finde es witzig, weil ich sehe, was die Leute in meinem Umkreis zur selben Zeit quasi machen. An sich ganz interessant, dieses Konzept mit den, einmal am Tag so Bilder schicken. Ganz lustig und so. Die Altersuntergrenze dieser App liegt bei 13. Das wird allerdings nicht überprüft. Und durch die Angabe der Telefonnummer findet die App von alleine weitere User in den Kontakten. Auch hier empfiehlt sich also, wie bei anderen Internetanwendungen, dass Eltern ein Auge drauf haben. Mit etwas Vorsicht und Begleitung kann BeReal also durchaus ein paar verbindende Momente schaffen.